Ach, Nostalgie. Solange es keine Melancholie ist, kann es mir eher sein. Ah, nostalgische Gedanken sind was Schönes. Susu! Verbrenze. Klaus, nimm dir die Tusen da hinten vor, damit sie aufhören zu casten, weil casten ist was Böses, wenn die Feinde das tun. Aber ich darf casten! Casten? Was ist casten? Oscar, 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 Oscar! Keine Castzeit! Na gut, ein bisschen an Castzeit hat er noch. Und ein bisschen. Ich kann jetzt direkt nochmal Shadow Spam. Gut, du hast gerade was eingesetzt. Das ist gut. Shadow! Und wie viele Sekunden hat es jetzt von Shadow zum anderen Shadow gedauert? Wenn das nur 10 Sekunden gedauert hat, bist du dann 20% cooler, Klaus. Egal, erstmal das andere Magierlein silenzen. Die meint schon wieder anzugreifen, aber ich werde sie eiskalt unterbrechen mit einem weiteren Shadow. Boah, dann werden wir in unserem finalen Kampf sowas von abgehen. Weil der Nostalgie halber werde ich dann Amber, Klaus, Mint und hier... Kress sowieso, ist sowieso im Team. Weil wir haben so in der Vergangenheit Klaus besiegt, in der Gegenwart. Und jetzt werden wir auch noch hier in der Zukunft gegen ihn kämpfen. Und dann zwei Caster mit Feenring. Obwohl, Mint hat auch einen Feenring, aber... Sie ist ja eher für die Heilung und so zuständig. Klaus und Amber werden ja angreifen mit ihren Zaubern. Obwohl Klaus ja eher so der Beschwörungstyp ist. Aber seine Beschwörungen machen Zauber. Und das wird dann so ein Gespäme, Leute. Ja. Das tut mir jetzt schon leid. Oh. Und dann werde ich ihn auch noch in der Front, so gut wie es geht, davon abhalten, irgendwas zu casten. Und hier sind keine Dings. Also wird es hier wohl nicht weitergehen. Immer den Eichhörnchen folgen, Chicken. Doch, das ist ein Eichhörnchen. Wildkäfer, die zweite. Wusch. Verbrennt. Ifrit. Wow, du hast eine getroffen, Kress. Eine. Obwohl deine Waffe so lang ist. Egal, zerschlitzt sie alle. Schlitz, schlitz. Luna Laser! Ja! Und kleine Kükens! Kükens! Küken! Wieder Rappis Klon an mir ausgebrochen. Ja. Eichhörnchen, ja. Eichhörnchen. Kein Eichhörnchen. Oh, ich hasse diesen Wald. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe jetzt zurück. Ich weiß nicht woher. Ihr seht doch sowieso alles gleich aus. Habt ihr euch mal die Karte von diesem Wald angesehen? Da sieht einfach alles gleich aus. Maxwell. Maxwell. Die kleine Bienchen. Biene, oder?
Naja. Lötkäfer. In your face. Und die Schwester-Rockatoren werden wieder gesündert. Im Nebel. Sind wir jetzt hier in Silent Hill oder wie? Ja. In my restless dreams, I see this town. Silent Hill. Ich träume auch schon davon. Promise you would take me there someday again. But you never did. Und das hat auch seinen Grund. Naja, immerhin besser als dieser Wald. Mit diesen ganzen Eichhörnchen. Felder sind sowieso böse, sollte man alle niederbrennen. Da verläuft man sich nur. Also im Videospiel, nicht im Real Life. Im Real Life brauchen wir die Wälder. Deswegen holzen wir sie alle ab. Und dann wundern sich die Leute, wie es zu den ganzen Überflutungen kommt. Mint wollte ich auswählen. Maxwell! Und er wird wieder zum Eichhörnchen. Herr Klaus, du bist ein Streifenhörnchen geworden. Verbrennen! Den bösen Baum! Den bösen Baum. Den Bäume sind böse. Silence auf diese komische Priesterin. Aber es würde ihnen sowieso nichts nützen. Shadow! Unterbrech sie alle beim Casten. Ich hab Shadow gesagt, nicht Luna! Luna Lisa! Ich bin eben halt cooler als Shadow. Das glaubst doch nur du. Wieso war man in der... Aber hey Luna, du bist doch hier mit Shadow im Gleichgewicht, mehr oder weniger. Eigentlich ist Asuka mit Shadow im Gleichgewicht, weil Asuka ist Sonne, Licht. Hey Chicken, Sonne ist im Grunde Licht. Ja. Nee, wisst ihr, die Sonne ist eigentlich eine riesige Glühbirne. Sonne, was ist das? Ist das diese große Glühbirne draußen, die an der Decke befestigt wurde, die man auch Himmel nennt? Uhu. Nicht Uhu. Patrick, verdammt. Mit Nudelauflauf. Lecker. Ich wollte schon immer mal Kleber fressen. Nicht. Hallo Eichhörnchen. Das heißt, wenn du hier bist, ist direkt da vorne der Speicherpunkt. Formation. Das heißt, du kommst jetzt ins Team oder so. Ach komm. Du darfst dann gegen Mr. Blabla kämpfen. Geh du mal ganz nach hinten, meine Heilerin. Ganz nach hinten gehst du jetzt. Hey Chicken, muss auch speichern. Auch wenn du doch ein Safe State ist. Falls der Emu mal wieder abschmiert. In dieser einen Folge. Egal. Auf geht's. Oder soll ich noch die letzten paar Minuten herauszögern? Ach komm. Hier sind wir nicht so gemein. Ich weiß, dass Origin hier irgendwo in der Nähe sein muss. Seid ihr sicher? Als wir damals den Ring des Paktes reparieren ließen, hier von Luna, konnte ich für einen Moment Origin erkennen. Ja, ich auch.
Amber? Huch. Amber ist da! Amber ist da! Amber! Du darfst gar nicht hier sein, Amber. Hihi, da seid ihr ja. Ich hätte mir eigentlich denken können, dass sie von oben kommt. Ohne Zweifel. Dank Wolfs Macht. Genau. Was soll sie da werden als die wohl? Bitte! Das wäre so awesome! Und das ist Origin, oder wie? Hört endlich auf zu lachen, das ist eine ernste Angelegenheit. Wer wagt es, das Siegel aus Eis und Feuer zu brechen? Hier, Kress. Mach dich bereit zu sterben. Bringen wir es hinter uns. Seraph. Seraph. Ja, hat ja total was gebracht, dass Amber uns gefolgt ist. Sie ist ja auch in unserem Team jetzt, ne? Nicht. Okay. Amber, du hättest auch eigentlich da bleiben können. Magisches Auge. Ganz oben. Keine Schwächen. Aber du bist eine Kastertuse. Keine Schwächen. Erstmal dich so angreifen, damit du aufhörst zu casten. Shadow! Du bringst ihn erstmal zum Schweigen. Chester greift schon ganz nett an. Lieb und... Wild Wayne. Und er ist doch zum Kasten gekommen. Nicht kannst du! So, wir müssen jetzt davon abhalten, dass Origin castet. Und er castet trotzdem trotz Silence, dieser Böse. Der Ekelhafte. Ja, warum sollte auch ein Elementargeist von so einer Zacke eines Sterblichen beeinflusst sein? Aber jetzt bist du mir schutzlos ausgeliefert, Origin! Jetzt bist du nicht mehr hier. Kosten! Denn deine Beschützerin ist weg. Das heißt, du bist jetzt meinen Angriffen ausgeliefert. Aber nicht nur meinen Angriffen. Auch die meiner Freunde. Yay, friends forever and ever. Lauf nicht zurück, du Idiot. Obwohl, das war gut. Da hat es dich diese Attacke nicht getroffen. Ja, Volt hat ziemlich viel Schaden gemacht. Fast nichts. Asuka? Keine gute Idee. Jetzt sag mir nicht, Klaus ist sowas von eine schlechte Wahl. Okay. Das heißt, Licht heilt ihn. Wie sieht's mit Shadow aus? Ja, Sylph heilt ihn nicht, weil Sylph so gut wie keinen Schaden macht. Aber wie sieht's mit Shadow aus? Nichts. Okay, Shadow macht auch keinen Sinn. Maxwell!
Halt ihn auch.